Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nordfriesischen Marsch. Wir haben heute die 50. Folge. Wir beginnen mit Kalken. Den Kalkschreier hat er erst neu gekauft. Dann werden wir gleich noch eine Ladung Soja verkaufen. Und dann hier die Aussaat vorbereiten, Hafer. Ich lasse jetzt mal eine Runde rumfahren, dann kann Helve fahren. Dann fahre ich den Mähdrescher zum Hof. Und dann sehen wir weiter. Ich denke mal, dass was kommt. Und Kopfbekämpfung müssen wir noch schon vornehmen. Dass wir die nötige Technik kaufen für. Das Geld für die Soja gerade recht. Ah, jo. Genau. Dann noch die Runde. Mittlerweile haben wir zwei eigene Traktoren. Wir werden demnächst den Anhänger für den LKW verkaufen. Zurückgeben. Ist ja noch zur Miete. Dann werden wir uns einen neuen kaufen und so nach und nach die Mietkosten nach unten drücken. Ja, die Fahrzeuge, die wir ständig brauchen, da wäre ja Blödsinn, wenn wir die immer ewig mieten würden. Aber zuerst war das die beste Variante. Der Raps dürfte jetzt auch bald reif werden. Entweder jetzt zur Folge oder so nächsten. Oder das übernächsten, je nachdem wie lange es dauert. Aber solange wir hier aussehen, dass es ganz recht, dass er noch nicht reif ist, dann haben wir genug Zeit. Jetzt können wir den Helfer fahren lassen. Das sind ein paar hundert Meter noch zurück. Und dann werden wir da außer beginnen mit der Vorgewende. Vielleicht, na, das wird dann teuer. Eine Seemaschine kaufen wird noch nichts. Und ich auch hier mal so noch haben wollte. So. Wo einfahren. Einfach ausklappen. Jetzt werden wir das schön zurückfahren. Beste Gleisumfeld 15.
Lenkrad ein bisschen einstellen. Der Zug ein bisschen nach rechts oder links. Wenn man den Lenkrad nach links aufstellt, voll und nach rechts und dann zugehen lässt, ist es wieder in Ordnung. Gelbe Rapsfeld oben links, da wollen wir hin. Ist der auch wieder fast leer, dann werden wir gleich entsprechend neu holen. Der hat ein Loch. Dann wollen wir gleich auf Hafer. Das ist nicht normal. Brauche ich jedenfalls. Aber wir werden mal den Rest auffüllen. Dünger und Saatgut. Ich denke, das wird nicht reichen. Darf ein bisschen mehr sein. Kalk hat noch 8%. Teuer. Jetzt war ich schnell. Kalk muss sein. Bei weiteren größeren Feldern wäre vielleicht ein Überladerwagen verkehrt. Aber da schauen wir mal nachher gleich. So. Da. Der ist ein bisschen zu langsam, um die Strecken zu fahren. Aber es wird gehen. Auf geht's.
So, wieder angekommen im Hof. Jetzt fahren wir da jetzt zum Kalkstreuer, zum Kalkbelager. In so ein Silo. Wo es praktisch kaufen. Im Idealfall wäre, wir könnten das herstellen irgendwann mal. Vielleicht klappt das auch. Entschuldigung. Ein bisschen bequemer mit dem Silo, also muss ich den 10 Big Bucks kaufen müsste. Deckel zu, wir zurück zum Feld. Gewicht zu liegen. Unser Fendt oder Deutz. Aber wir kaufen eh noch einen neuen Traktor. Einer wird nicht, der gute wird nicht reichen, der eine. Vielleicht werden wir auch einen Traktor kaufen, etwas größeren, den LKW wieder abgeben. Traktor ist dann mehr besser einsetzbar für die ganze Landwirtschaft. Ah, mal schauen. Wenn du einen LKW ganz gut unterwegs bist, weil wir Stroh verkaufen, weil du das ganz gut noch längere Strecken fahren musst. Also ganz praktisch. Kommen. So. Jetzt ziehen wir vielleicht noch ein Vorgewende. Ich glaube, das hat nicht, oben hat es nicht gereicht. Unten dann mal gleich den Fleck mit zu. Unten reicht das. Mal den Fleck machen wir zu. Hoch. Zieh nochmal einmal quer. Ich glaube, den kann man nochmal aufwerten. Motorleistung gesehen. Schalten. Streifen nachziehen. Vielleicht nochmal. Für so eine Sache wäre GPS super. Aber haben wir nicht. Also machen wir ohne auskommen. So. Dann wäre die Vorgewende fertig. So, jetzt machen wir halt die Bahn weiter. Und dann fangen wir da Aussaat. Die Ecke müssen wir mal bei dir machen hier. Dann fangen wir da Aussaat an. Vorgewende. So, jetzt geht's hier. Weiter geht's.
Ja, das ist okay. Machen wir Hafer. Geht's. Kann ich aber noch einen zweiten Flug kaufen, wenn wir fliegen müssen. Das ist ganz hilfreich mit zwei Flügen. Das dauert ja so lange. Aber das machen wir, wenn das nachher anliegt. Wieder neigt sich die Zeit dem Ende. Liebe Freunde der Landwirtschaft, wenn es gefallen hat, bitte ein Like da lassen. Über Abos würde ich mich auch freuen. Ich danke schon mal im Voraus. Gerne kommentieren, Vorschläge, Ratschläge. Bin ich gerne bereit anzunehmen. Dann seid mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.